Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu so einem neuen Manga-Erstern und heute mal wieder mit einem Girls Love Manga. Wir brauchen mehr Girls Love auf Deutsch. Und zwar der Titel Der Mond in einer Regennacht, auf den ich mich im Vorfeld schon sehr, sehr, sehr gefreut habe, als dieser angekündigt wurde. Ich hatte vorher schon so ein bisschen mit der englischen Ausgabe geliebäugelt, die leider Gottes, so viel kann ich schon mal von vorweg sagen, noch nicht komplett aus meinem Gedanken verschwunden ist. Dazu nachher mehr. Erstmal der Inhalt. In Der Mond in einer Regennacht dreht sich alles um unsere Hauptcharakterin Saki. Das ist die hier, die halt eines Nachts bei Regen nach ihrem Klavierunterricht mit einem Mädchen zusammenstößt. Die hebt ihr dann die Blätter auf. Sie ist fasziniert von dem Mädchen, aber das Mädchen haut danach auch einfach ab. Nächster Tag plötzlich, dieses neue Mädchen ist nun in ihrer Klasse. Jedoch hat es mit diesem Mädchen was ganz Besonderes auf sich, denn Kanon, wie sie heißt, ist schwerhörig und kann nur noch selbst mit Hörgeräten nur ganz wenig verstehen und ist sehr auf Lippenlesen angewiesen. Und trotzdem, die Faszination von Saki bleibt vorhanden, weswegen sie jetzt erst recht an ihr interessiert ist. Aber nun zu den Grundinformationen. Der Mond in einer Regennacht, was by the way laut dem Manga ein japanisches Sprichwort ist, was so viel heißt, wie dass man, was ich glaube, in einer Regennacht nicht selbst den Mond, obwohl er da ist, nicht sieht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Heißt im Original, im japanischen Original, Amayo no Tsuki. Hat bislang 6 Bände in Japan. Keine Farbseiten in der deutschen Ausgabe, was wirklich bedauernswert ist, weil das Cover ist ein Traum. Und ich kann mir nur vorstellen, wie diese Doppelseite in Farbe aussieht. Come on, die muss wunderschön ausgesehen haben. Das ist natürlich einfach ein gewisses Ärgernis. Kostet 7,50 €, erscheint beim Eggman Verlag, stammt dabei von Kusushiro. Von dieser Mangaka sollen wir bei Manga Jam Session digital irgendwann noch den Titel Egao no Tai Nai Shokuba Des bekommen. Wann das sein soll, keine Ahnung. Und es ist noch übersetzt von Dorothy Überall. Und nun zu meiner Rezension. Erstmal kleine Anmerkung bezüglich diesem Hörschaden bei der bei Kanon. Nein, das ist kein Spoiler. Das passiert in den ersten 20 Seiten. Ich verstehe auch nicht, warum Eggman das nicht hin mit in der Titelbeschreibung reinpackt, weil es ist ein super interessanter Plotpoint, weil hinten steht einfach nur drauf, noch ahnt Saki nicht, dass sie schon bald das Geheimnis des Mädchens erfahren wird. Sorry, aber ich finde einen Manga, der über Menschen mit schwerhörigen Menschen geht, deutlich interessanter als einfach nur ein mysteriöses Mädchen. Aber gut. Jedoch als Gesamtpaket muss ich sagen, ist Der Mond in einer Regennacht ganz klar ein Titel, der im Girls Love Genre, zumindest was den deutschen Markt angeht, hervorsticht. Das Artwork, ja, ich weiß, ich habe eben noch von den Covern, den Farbillos geschwärmt, ist weitestgehend jedoch nur solide. Also innen drin. Ich meine, es sieht gut aus, versteht mich nicht falsch, aber ich bin ehrlich, ich habe den Manga aufgeschlagen, war schon fast ein wenig enttäuscht, wenn ich bedenke, wie die Cover aussehen. Ja, aber man merkt trotzdem relativ schnell, dass Kusushiro es schafft, in ihrem Werk was Besonderes hervorzuheben. Es fühlt sich halt nicht an wie der nächste Girls Love von nebenan, sondern wirklich wie so eine kleine Perle, die auf jeden Fall wie ein Rohdiamant. Er ist nicht perfekt, aber man sieht das Potenzial zu was Wunderschönem zu werden. Und zumaßen, ich bin durch das Thema, klar, ich bin halt erziehungsfähiger in Ausbildung, Menschen mit Behinderung, das ist einfach immer ein Themenpunkt, den ich sehr, sehr gerne sehe. Dementsprechend hatte dieser Manga automatisch schon einen Stein im Brett bei mir. Doch einfach auch das in Kombination mit halt Girls Love, was eh ein Genre ist, was viel zu unterrepräsentiert ist in Deutschland, jedoch leider auch einfach oft nicht so gefragt ist. Ich merke es ja auch an meinem eigenen Kanal, auch dieses Video wird wahrscheinlich nicht die Aufrufzahlen generieren, wie, keine Ahnung, hier Tank Chair oder The Fable, wenn ich es hochgeladen habe. Ich weiß noch nicht, wann welches Video kommt. Trotzdem, ich mag das. Ich mag es wirklich sehr und auch Band 1 zeigt schon, abseits meinen Bias, die Mangaka hat Feingefühl.
Bei Kanon zum Beispiel wird sehr gut rübergebracht, welche Probleme sie durch diesen plötzlichen Hörverlust, den sie im Alter von, ich glaube, 6 Jahren war, hatte und weswegen sie deswegen sehr schroff und auch ablehnend gegenüber Menschen geworden ist. Und ja, das ist auch hier halt einfach ein Plotpunkt, den finde ich, das ist magisch. Ist magisch einfach sehr. Und ganz ehrlich, Kanon ist einfach Liebe. Pur. Ich mag, sie ist einfach so eine coole Socke. Und man versteht einfach, warum sich Saki relativ schnell in sie verguckt hat. Und da sind wir nämlich auch beim zweiten Knackpunkt. Saki wirkt nach außen und hat wie so das typische happy-go-lucky, gut gelaunte Teenager-Mädchen, die halt so den Kontrast zu Kanon, die immer etwas mürrischer reinguckt, bilden soll. Jedoch ist sie mehr, deutlich mehr. Denn zum einen wird relativ schnell dem Leser vermittelt, dass sich Saki scheinbar ihrer Sexualität, also dass sie lesbisch ist, bewusst ist. Jedoch nicht wie bei Kanon, dass es direkt erzählt wird, sondern durch viele kleine Nuancen. Deswegen ich schon fast ihren Storystrang noch interessanter finde, wie es erzählt wird. Und gleichzeitig eben auch, dadurch, ja, ist es wie so eine Brise, eine frische Brise im Sommer. Es ist angenehm, halt mal nicht zu befürchten müssen, oh Gott, irgendwann haben wir dann den Manga-Band, wo es dann darum geht, oh mein Gott, ich habe mich verliebt, aber siehst du auch ein Mädchen, das erfreut mich einfach. Und wie gesagt, bei Kanon wird halt schön direkt gezeigt, wie etwas auf sie wirkt, auch besonders Wörter. Weil bei beiden Charakteren wird gezeigt, hey, Wörter, selbst wenn sie nicht böse gemeint sind, können verletzen. Jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. Und es sind diese kleinen Details in diesem Manga, die dafür sorgen, dass ich mir beim Lesen von Der Mond in einer Ringnacht gedacht habe, der hat einfach was. Der hat was. Und gerade Saki, man will weiterlesen. Jedoch habe ich einen sehr, sehr großen Punkt zu bemängeln. Und zwar die deutsche Ausgabe, beziehungsweise die deutsche Übersetzung. Aus irgendeinem Grund hat man hier sich dafür entschieden, dass die Charaktere sich alle mit dem Vornamen ansprechen. Was absolut gar keinen Sinn macht. Denn zumaßen, Kanon spricht Saki die ganze Zeit schon mit Vornamen an. Jedoch, das erste Kapitel endet dann damit, ey, lass uns doch einfach mit dem Vornamen ansprechen, was halt so gesehen dann redundant wirkt, weil sie sich schon die ganze Zeit mit dem Vornamen angesprochen haben. Ich habe dazu auch auf X Eggman Manga und auch Marco gefragt, beziehungsweise Marco wurde dann unter meinem Post noch extra verlinkt, Eggman Manga hat sich selber nicht geäußert. Dieser hatte nur dazu gesagt, ja, er betreut die Serie nicht, deswegen kann er es nicht genau sagen, er geht davon aus, dass es ein Fehler ist. Weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist, weil, komm mal, wie soll so ein Fehler entstehen, dass sich alle Charaktere plötzlich mit dem Vornamen ansprechen? Ich hoffe trotzdem sehr, dass es eben ein Fehler ist. Deswegen werde ich mal den zweiten Band noch abwarten, weil ja, man sieht hier, die Mangaka schafft es mit vielen kleinen Nuancen, das zu erzählen. Und dann sowas. Obwohl Egmont immer der Verlag war, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, am japanischen Original zu bleiben. Einer der Sachen, die ich tatsächlich sehr an diesem Verlag geschätzt habe bislang. Und es wäre sehr beunruhigend mitzuerleben, wenn dem zukünftig nicht mehr so ist. Denn wie Marco auf jeden Fall auf X gesagt hat, sie haben intern keine Regeln, sondern jeder Redakteur macht das so ein wenig, wie er will. Aber eben die meisten waren auch der Auffassung, ja, wir bleiben am japanischen Original. Dementsprechend, vor allem, so ein Fehler müsste ja eigentlich am Ende des ersten Kapitels auffallen, weil es so redundant wirkt, aber ja, dadurch muss ich halt einfach sagen, dass wenn im zweiten Band immer noch die Ansprache, so tut mir leid für die ordinäre Ausdrucksweise, verkackt wird, ist die englische Fassung auf jeden Fall eine Überlegung wert für mich. Und mein Fazit zu Der Mond in einer Regennacht, es ist eine Girls Love Geschichte mit viel Potenzial, die auch durch das Thema Behinderung hervorsticht. Ich meine, gut, so viel kann ich vorweg sagen, erwartet hier nicht das nächste Perfect World oder das nächste Silent Voice. So gut ist es in meinen Augen am ersten Mal auf jeden Fall nicht. Aber es macht Spaß. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es hat ein solides Artwork. Ich wünschte halt wirklich, die Farbseiten wären drin. Ich würde die so gerne sehen können. Ich hoffe halt nur sehr,
dass sich das mit der Übersetzung wirklich als Fehler herausstellt und ab Band 2 eben die Ansprache richtig gestellt wird. Auch wenn einer auf X schon gemeint hat, nicht, dass die jetzt nun eben einfach damit ist, konsequent bleibt, diese Änderungen oder Fehler beibehalten. Abwarten, aber ganz ehrlich, es kriegt von mir eine Leseempfehlung. Und der erste Band war eine solide 7 von 10, wobei ich hier auch klar sagen muss, meine Leseerfahrung war halt dann einfach ein wenig getrübt durch die Übersetzung. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Der Mond in einer Regennacht gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welchen Görznow brauchen wir vielleicht irgendwann noch auf Deutsch. Oh ja, über einen Daumen nach oben würde ich freuen, über ein Abo sowieso und ciao!